Willkommen zurück zum Talos Principle. Ich habe versprochen, dass wir über den Sinn des Lebens nachdenken, aber das war eine Lüge, denn ich habe gerade keine Lust. Ich möchte ein grünes Puzzle lösen. Und außerdem möchte ich herausfinden, was hier los ist. Da war doch mal ein Puzzle drin. Da hat doch einer das nicht richtig fertig aufgebaut. Da hat Gott vergessen, das fertig zu bauen. Oder die Entwickler. Eins von beiden. Ich glaube aber eher, dass das Absicht ist. Okay, ein leerer Bereich also. Ach, hier ist das Grüne, das ist ja praktisch. Na, dann gehen wir doch mal rein. Leicht erhöhtes Siegel. Windkisten und Strom. Man kommt ja umsonst nichts herum. Okay, immerhin kein Zeit zurückspulen. Das Zeit zurückspulen ist mir nicht so sympathisch als Mechanismus. Also hier ist unser Ziel, da braucht das Strom, da braucht das... Ja, das ist ja der Klassiker schlechthin. So. Unsere Kiste brauchen wir auf jeden Fall. Die Kiste muss auch auf jeden Fall dahin. Achso, ich habe ja aufgemacht. Mist. Den hier brauche ich auch. Und der muss dann dahin, dahin und vielleicht sogar noch ein bisschen dahin. Einfach mal schauen, wie das hier wird. Achso, ja, und da hinten natürlich. Überall hin. So, das ist der Super-Connector. Aber weil der nicht reicht, machen wir das jetzt so und so und so. Und schon haben wir das Teil. Alles klar. Kann ich da drüber springen? Nein. So, kann ich die Kiste für irgendwas benutzen, was nützlich ist? Ah, ich habe sie nur fliegen lassen. Zu dumm. Diese Mauern hier sind alles so hoch, dass ich nicht drüber komme. Okay, kein Stern hier. Das war der schnelle Sanity-Check. Sehr wahrscheinlich kein Stern hier. Oh Gott, ist das weitläufig hier. Ich habe ja gehört, dass sich manche der Sterne auch in der freien Natur verstecken. Ich erinnere mich da auch noch an eine verschlossene Tür im Level 02 von A oder so. Man weiß ja nie. Oh, Tutsi. Da ist bestimmt kein Stern. Also wenn sie den Stern unter Wasser versteckt haben, dann sind sie halt immer Assis. Machen wir das zweite Puzzle. Hier ist mein Eingang. Ich, wir beide und unsere zwei Jammer. Ich meine natürlich Jammer. Okay. Hier ist Nummer 1, der Jammer. Oh, ach so. Ja, verstehe. Also ich kann hier aufmachen. Okay, ich glaube, ich verstehe das Problem. Wir machen das folgendermaßen. Aktivieren, draufstellen, Jammer nehmen und... Oh, ist nicht der Plan? Upsala! Wenn mein Geist stirbt, sterbe ich auch. Also. Okay. Ja, ich dachte jetzt, ich kann, während ich da drauf stehe, das Ding irgendwie jammen, aber ich kann da nicht hinsehen. Was bedeutet, dass ich nicht wirklich durchkomme, außer ich kann irgendwie sagen... Nee. Okay, ich gucke einfach mal, was jetzt passiert. Ich nehme mal den Jammer mit. So, ich kann das da drüben stören und dann komme ich nicht weiter. Und hier drin gibt's keine Extras. Und ich komme auch nicht nah genug ran, dass ich... Okay. Alles klar. Ich vermute also, die Lösung liegt darin, das von innen zu jammen. So. Aber wenn ich den jetzt nehme... Ah ja, aber das funktioniert trotzdem. Das ist ja ganz herzallerliebst. Ich kann das jammen. Und dann kann ich die Aufnahme beenden. Und dann wird's kompliziert.
Weil hier muss ich nämlich nochmal einen Jammer mit reinnehmen. Okay, okay. Ich glaube, das ist eine anstrengende Sequenz. Okay, also, ich möchte aufnehmen. Ich möchte das Ding hier stören. Reicht schon. Ich möchte, dass das Ding gestört ist. Ich möchte da rein. Gut. Zweite Aufnahme. Ich möchte da reingehen. Ich möchte den Jammer nehmen. Ich möchte das Ding stören. Ich möchte den Jammer wieder nehmen und hier stören. Gut. Ich möchte den Jammer nehmen. Ich möchte warten, bis das Ding da oben gestört ist. Ich möchte das hier draufstellen. Nein, ich hab's nicht lang genug. Oh, ich hab's zu kurz gemacht. Ich muss mir mehr Geduld haben. Okay, nochmal. Das nehmen, hier drüben jammen, so, Geduld haben, Geduld haben, Geduld haben, noch mehr Geduld haben. Okay, dann das Tor hier stören. Damit ich wieder rauskomme. Und ich denke, das könnte reichen. Nehmen wir den Jammer, warte, bis da oben gejammt ist. Stell den so drauf, dass du das Tor dabei gestört kriegst. Ach nee, Quark. Jam hier. Okay, und geh wieder raus. Achso, jetzt muss ich mir das Tor aufmachen. Ah nee, jetzt habe ich es doch ruiniert, oder? Habe ich es ruiniert. Ja, ich hab's ruiniert. Kein Problem. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen tricky. Das ist nicht ganz so durchsichtig. Okay, ich möchte nur ganz kurz dieses Tor hier jammen. Einfach nur, damit ich durch kann. Gut, dann möchte ich das hier stören. So, der zweite Schritt besteht darin, das Ding zu nehmen und das da zu stören. Und wahrscheinlich möchte ich dann auch diesen Button hier drücken. Ja, das sollte eigentlich schon reichen, oder? Das ist ja viel einfacher, als ich dachte. Okay. Genau, genau, der stört das und drückt den Button für mich und ich kann da durch. Ja, das war's ja schon. Habe ich mir zu kompliziert vorgestellt. Oder? Außer es kommt jetzt noch ein Hindernis. Aber ich glaube nicht. Das müsste es eigentlich gewesen sein. Ja. Okay, wunderschön. Gut, schneller Sterncheck. Irgendwas, was hier verdächtig nach Sternen aussieht, kann ich jetzt nicht unbedingt erkennen. Gut. Ja, das war ein bisschen. Ich hab zu kompliziert gedacht. Ich wollte gleich hier fantastische Dreifachlösungen machen, aber so geht's auch ganz einfach. Andererseits, man braucht immer ein bisschen Zeit, bis man das Puzzle wirklich durchschaut hat. Okay, hier kommt der Strom raus, das ist schon mal ganz gut. Hier kann ich die Tür zumachen, warum auch immer ich das jemals machen wollte. Ah, es macht den Wind auch an, okay. Hier genauso, ich kann den Wind anmachen. Okay, und hier kann ich drüber klettern. Um mich danach hier drin einzusperren, sozusagen. Okay, wir wissen ja schon, Klettern mit der Kiste ist nicht möglich. Das heißt, das Einzige, was ich gerade sinnvoll machen kann, ist diesen Connector hier holen. Der Connector gibt uns roten Strom, den ich noch nirgendwo gut einsetzen kann. Weil es mir quasi unmöglich ist, irgendwas Sinnvolles zu sehen. Das bedeutet, wir nutzen den Connector erstmal als Windmaschine. Ich kann da nicht hinterher, ich guck mal, wo das jetzt hingeblasen wird. Wahrscheinlich dahin, wo ich es erwarte.
Ja. Okay. Dann können wir uns also hier einen Jammer rausholen. Das wird die Tür da öffnen. Gut, damit hätten wir den ganzen Kram hier fast befreit. Moment. Der Button muss hier drauf. So. So. So, wir hätten den ganzen Kram befreit. Alles klar. Dann müssten wir jetzt eigentlich rausfinden, was hier geschieht. So. Und dazu jamme ich hier die Tür. Ich sagte, ich jamme die Tür. Stell das da drauf. Und folg mal der Kiste. Okay, hier drüben gibt es einen Rückweg. Der führt hier rein. Okay. Dieses Windrad schon. Ach ja, das hat. Moment, jetzt bin ich. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Irgendwie muss ich ja. Irgendwie muss ich doch die Kiste hochstellen, dass ich den Strom verbinden kann. Ich habe nur einen Connector. Aber ich sehe keinen Teil, das gerade nach oben pustet. Ah, ich muss auch daran denken, dass ich die immer anhalten kann, die Ventilatoren. Ich meine, ich könnte jetzt hier noch eine Weile im Kreis fliegen. Gibt es einen von denen, den ich umstecken kann? Das sehe ich jetzt noch nicht. Ich kann hier aber rüberklettern. Möglicherweise habe ich einfach nur eine sehr begrenzte Zeit. Kann das sein? Das klingt ein bisschen unlogisch. Okay, also mal angenommen, ich würde die Kiste da drauf stellen. Den Connector dazu bringen, hier aufzumachen. Und da oben aufstellen. Das wird doch niemals, das wird niemals funktionieren. Ist das jetzt aufgegangen kurzzeitig? Selbst wenn, da komme ich doch nicht schnell genug hin. Da müsste ich den Wind schon von hinten auslesen können. Da müsste ich das allerhinterste Windrad vielleicht nutzen. Nehmen wir das mal so mit, dass es die Verbindung behält. So, aber hier wird das wohl kaum funktionieren. Das kann nicht gehen. Nee. Und hier komme ich nicht nah genug dran, um das Ding einzustöpseln. Wobei, es braucht nicht sehr lang. Und es hat sogar ein bisschen geladen. Also ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so die gedachte Lösung ist. Aber es wirkt wenigstens nicht hundertprozentig falsch. So, aber wenn, müsste ich das jetzt irgendwie remote aktivieren können. Oh, das möchte ich mal kurz ausprobieren. Was, wenn ich das jetzt anstarte? Aber der fliegt bis zum Ende. Ja, okay, der fliegt bis zum Ende. Mist, ich bin auf den Button getreten. Ah, ich hab's ruiniert. Wie hieß das Level? Die vier Zimmer des Fliegers, ja. Okay. Ich werde langsam besser. Das hier habe ich in Minuten gelöst. Aber warum führt das alles? Ich arbeite, ich ruhe, ich arbeite. Aber warum? Ach du Angeberschmau.
Wir werden geboren und sterben und leben erneut. Dieser ewige Kreislauf muss die Essenz unserer Existenz darstellen. Das Leben ist nichts anderes als sich ständig wiederholendes Leiden. Samsara. Ein ewiger Kreislauf ist nur ein anderes Wort für Gefängnis. Aber wir müssen den Kreislauf verstehen, bevor wir ihn durchbrechen können. Es ist unmöglich zu entkommen und doch ein Gefangener zu bleiben. Oder den Kreislauf dadurch zu zerstören, dass du dich selbst zerstörst. Das war das Schicksal des Gespenstes, das diese Welt heimt. The Shepherd. Ja, die vier Kammern des Fliegers, also... Also was Besseres als das so zu versuchen, sehe ich da gerade noch nicht. Ich probiere das gerade einmal nochmal eine Runde. Der kann so nicht mehr fliegen. Das reicht aber nicht, das reicht nicht. So, gibt es irgendeine... Angenommen, ich mache das nicht im Flug machen. Gibt es irgendeine Route, wo ich den Strom langlenken könnte? Doch eigentlich nicht, oder? Dafür ist der Winkel drüben viel zu steil. Ja, das scheint mir vollkommen unmöglich. Okay, Konzentration, Konzentration. Ich würde es am liebsten irgendwo... Okay, das wäre noch eine Option vielleicht. Dass ich das irgendwo fallen lasse. Wo ist er gelandet? Da. Das war nicht im Sinne des Erfinders. Ich möchte ihn auf so einer Mauer abstellen, idealerweise. Geht das? Ja, mit der Objekten in der Hand kann ich nicht klettern. Bin nicht ganz sicher, ob das funktioniert. Und eigentlich würde ich auch nicht erwarten, dass das die Lösung ist. Ich krieg keinen Kreislauf hin, oder? Ich kann das nicht irgendwie von Plattform zu Plattform fliegen lassen. Und scheint, kriege ich das auch immer nur in die Räume rein. Also ich habe es jetzt noch kein einziges Mal geschafft, es auf die Mauer zu legen. Das kann eigentlich nicht die Lösung sein. Kann ich eigentlich das auch jammen? Ja. Das ist spannend. Das heißt, ich könnte hier das Rad rausnehmen. Das da draufstellen. Wo ist denn mein Verbinder hingekommen? Dahin. So, und dann könnte ich das erstmal jammen. Hier muss ich es dann von der anderen Seite ausjammen. Moment mal. Kann das... Ah, ich kann natürlich, ja. Ich kann mir die anderen Räder holen. Das hier werde ich sicherlich nicht mehr brauchen. So. Dann kann ich mit dem Jammer darüber fliegen. Ich habe mich gefragt, wofür ist dieses Fenster da? Dieses Fenster da. So. Dann kann ich das jammen.
und komme hier rein, kann die Dinge darauf abstellen. Soweit, so gut. Kann das anmachen. Es ist aber noch gejammt. Kann darüber. Nee. Gab es nicht einen Weg, jetzt darüber zu kommen für mich? Och, da drüben, ja, genau. Hier, perfekt. So, wenn ich jetzt den Jammer wegnehme. Ah, uff. Hä? Warum habe ich das nicht eigentlich gleich gemacht? Bin ich dumm? Ach, verarsch mich doch, Spiel. Aber war das jetzt wirklich die Absicht? Weil. War das die Lösung des Rätsels? Warum denn der ganze Quatsch? Warum denn dann der ganze Quatsch? Warum denn dann der Strom? Hä? Will das Spiel mich verarschen? Ich glaube, das Spiel will mich verarschen. Okay, ich bin voll reingetappt. Wenn ich Dinge sehe, die ich verbinden kann, will ich sie verbinden. Ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich Absicht war. Weil es wirkt recht plump. Um den Jammer rüberzukriegen, war ja eigentlich kein Problem, oder? Ich bin mir unsicher. Vielleicht gäbe es eine Lösung, wo man den Strom benutzt. Okay. Was sagt denn die Uhr? Wie viel Zeit habe ich hier gerade verschwendet? Oh Gott. So viel? Das war wirklich lang. Ja, ich glaube, das war so das zweite Puzzle, wo ich es richtig festgehangen habe und gar keine Ahnung habe. Weiß gar nicht, ob ich dann das hier noch fertig lösen soll. Interesting. Hier gibt's warum auch immer eine Wand, die man jammen kann. Ach so. Okay. Diese Levels werden immer seltsamer. Kann ich jetzt hier was entnehmen? Okay, kann ich doch nicht mal. Warum will ich denn diese Wand hier öffnen? Okay, ich denke mal, die Objekte muss ich ja irgendwie hier rauskriegen. Eigentlich ist gar keine Zeit mehr, jetzt hier noch so einen langen Level zu lösen. Hier würde ich denn durch. Kann ich auch. Gibt es eine Menge Kisten? Okay, wenn ich das da drauf stelle, komme ich an den Connector ran und kann Strom verbinden. Achso, ja, ja. Kann Strom verbinden, um an eine weitere Kiste ranzukommen. Und den blauen Strom bräuchte ich nachher, um das Puzzle zu lösen. Das ist eigentlich mein Ziel. Ne? Darum geht's hier. So, dafür muss ich den anderen Connector befreien, weil sonst kriege ich das Tor hier nicht auf. Wenn ich das Tor hier nicht aufkriege, komme ich an nichts ran, außer ich kann. Das müsste doch eigentlich gehen. Okay, das probiere ich mal gerade aus. Ob mich das Spiel wieder verarscht. Ich rechne jetzt nur noch damit, dass das Spiel mich verarscht. Mein Gedanke war jetzt der folgende. Kann ich das nicht hier drauflegen, auf den Ventilator? Aber ich glaube, die Antwort ist nein. Da ist nämlich eine. Ja, da ist eine zu hohe Wand dazwischen. Okay. Gut. Das heißt, vermutlich muss ich alle Kisten nutzen, die mir zur Verfügung stehen. Ich stelle die also mal hier ab. Und dann machen wir das genau wie vorhin. Hier und hier und hier. Und hier. Und hier. So, jetzt haben wir nämlich eine Leiter hier. Und diese Leiter ist eigentlich nur dazu da, um an diesen Connector ranzukommen. Den da. Den wir jetzt hier nach oben bringen wollen. Ja, und mehr kriegen wir auch nicht hoch. Da scheitert es schon.
Reicht uns das jetzt? Mal ausprobieren. Ich glaube, ich habe noch nicht alles zusammen. Weil ich ja noch die Tür hier aufkriegen muss. Das heißt, an eine Kiste müsste ich noch rankommen. Obwohl, nee. Ich kann das ja so machen. Wobei... Ah doch, das passt von der Höhe her. Okay. Haben wir das doch noch gelöst. Okay. Das war's dann für die Folge. Ich habe mit dem einen Puzzle mit dem Jammer viel zu viel Zeit verschwendet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.